Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals und heute gibt es wieder ein Review und zwar diesmal für die deutsche Infanterie von Wargames Atlantic für den Ersten Weltkrieg. Genauer zu sein von 1916 bis 18. Also die Zeit, ab wo sie ja, vermehrt den Stahlhelm hatten. Ja, was ist hier drinne? Hier drinne sollen sein 30 Hartplastik-Miniaturen und die sollen mehrteilig sein. Ja, was ist hier hinten? Ein paar zusätzliche Informationen, noch ein paar mehr Bilder und dass man tatsächlich unterschiedliche Waffen noch hat. Die Maschinenpistole hat man, hat das Maschinengewehr. Ja, und tatsächlich noch ein paar Pickelhauben und Feldmützen und natürlich ein paar Helme mit Gasmasken. Sieht also alles sehr vielversprechend aus und dann packe ich das Ganze doch gleich mal aus. Ja, in der Box sind fünf identische Gussrahmen und an jedem oder auf jedem, in jedem Gussrahmen sind sechs Miniaturen. Wo wir dann mit 5 also auf 30 kommen. Packen wir mal 4 von diesen Dingern weg. Und dann können wir hier mal so ein bisschen uns die Sachen genauer angucken. Hier sind einige Stahlhelme. Daneben kommen die Pickelhauben. Dann haben wir hier das Schanzzubehör. Und daneben haben wir, ja, was ist das? Das sind so eine Umhängetaschen, glaube ich, mit Feldflaschen dran. Ja, dann haben wir hier zusätzliche Arme, um die Gewehre zu halten. Und dann haben wir 6 Körper. 2 so an dem Ende, die sich so ein bisschen nach vorne bewegen. Haben wir da einen aufrecht stehenden, einen knienden. Und nochmal 2 aus der Vorwärtsbewegung. Ja, dann haben wir ein paar geschulterte Gewehre. Dann haben wir hier das Maschinengewehr aus der Hüfte. Hier haben wir einen, der hat den Spaten in der Hand. Dann haben wir einen mit einer geballten Ladung. Zeigende Arme, Arme mit Pistole, Arme mit Handgranaten. Ja, sowohl rechts als auch links geworfen, das ist natürlich cool. Dann sind da die Helme mit den Gasmasken, jede Menge extra Handgranaten und dann noch die ganzen Köpfe mit den Feldmützen. Dann sind da drunter noch ein paar extra Patronentaschen. Ja, das sieht schon verdammt gut aus. Ja, hier ist noch die Maschinenpistole. Das ist also echt ein tolles Set, wo man verdammt viel draus machen kann. Ja, auch die Details an den Miniaturen sind sehr gut. Da kann man echt nichts dagegen sagen. Ja, ist ein sehr, sehr gutes Set. Hier unten sind sogar noch 2 einzelne Gewehre. Ja, echt klasse. So, was ich diesmal allerdings nicht machen werde, ist, ich werde davon diesmal keine Miniatur zusammenbauen. Ja, war ein kurzes Review über die deutsche Infanterie für den Ersten Weltkrieg von Wargames Atlantic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und guckt doch einfach mal bei den Jungs vorbei und ja, vielleicht kauft ihr euch ja die eine oder andere Box dafür, wenn ihr im Ersten Weltkrieg irgendein Tabletop-Spiel spielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.